Aus eurer Mitte für das Fest zu Ehren der Ishtar. Ich kann gut tanzen. Ich kann so viel besser. Ich habe schon auch zu Ehren der Göttin Ishtar getanzt. Nein, nimm mich. Ich will mich. Zurück! Lasst mich los! Zurück! Hände weg! Zurück! Zieh mich an! Zieh mich an! Ihr werdet euch alle ansehen! Kommst du zurück? Los, lassen! Los, lassen! Halt doch ruhig! Zieh mich an! Zurück! Lass mich! Lass mich los! Silberit, zieh mich an. So, die nehmen wir. Komm. Die auch. Das genügt. Schluss jetzt. Los, weg, weg, weg. Los jetzt. Was ist denn mit dir? Du bist die Schönste und zeigst dich nicht? Lass sie, Sybaris, sie hat's nicht verdient. Die beißt um sich wie ein tollwütiger Hund. Komm her. Vorwärts, du. Steh schon auf. Komm her, sag ich. Du erfreust mein Auge. Dich nehme ich auch mit. Du wirst meine Sklavin. Du bist also die neue Entdeckung von Sybaris. Tritt näher. Setz dich. Scheint, als wäre das Glück auf deiner Seite. Hier im Palast sind Ehrgeiz und Klugheit gefragt. Wenn er dir wohlgesonnen ist, erreichst du alles bei ihm. Ach, ich möchte nur eins frei sein und weit weg von hier. Es ist mir egal, was du willst. Vorausgesetzt, dass du dich mir nicht in den Weg stellst. Was wollte sie damit sagen? Wer ist sie? Das ist Lysia, die Favoritin des Königs. Sie ist eigens gekommen, dich zu sehen. Mach sie dir nicht zur Feindin. Es ist alles vorbereitet, Assur. Das wird die prunkvollste Feier, die je zu Ehren der Göttin Ishtar ausgerichtet wurde. Ich habe mich um alles gekümmert und persönlich die Tänzerinnen ausgewählt. Gut, Sybaris. Niemand hat mir je besser gedient als du. Nicht zuletzt in den persönlichsten Dingen, zum Beispiel die Wahl meiner Favoritin. Die Tänzerin, die du in deine Gemächer hast führen lassen, ist doch für mich bestimmt. Nicht wahr? Welche? Auch ich habe meine Zuträger, Sybaris. Man hat mir berichtet, dass sie zu schön sein soll, um in deinen Armen zu enden. Sie sollte mein sein, verstanden? Sie ist dein, Assur. Ich wusste doch, dass du sie für mich bestimmt hattest. Du bist fast vollkommen. Demütig, ergeben, ein bisschen zu ehrgeizig vielleicht. Deine Mutter brachte dich in weiser Voraussicht bei Hofe zur Welt. So genießt du als Bastard gewisses Ansehen. Oh, das würdest du wohl allzu gern. Du wagst es aber nicht. Schon seit Jahren trägst du dich mit dem Gedanken. Aber du hast Angst, hm? Was redest du denn da, Assur? Du weißt, ich bin der Ergebenste deiner Diener. Du hast es gerade eben gesagt. Die Sklavin heißt Semiramis. Sie ist dein. Du wirst sie morgen unter den heiligen Tänzerinnen sehen. Im Tempel. Thank you.
und machtvolle Göttin, empfange unser dir geweihtes Opfer. Möge es dir gefallen. Schwert. Werf es hin. Du kommst mit. Semiramis. Amal. Amal. Mein allerliebster. Du lebst. Sag mir, dass es kein Traum ist. Du lebst. Du bist hier. Ich bin fast gestorben. Wir müssen hier weg. Wenn sie dich finden, töten sie dich. Gehen wir. Kommt schnell! Was ist geschehen? Schlagt Alarm, sagt es Überriss. Ja. Nur um mich zu sehen, hast du dein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich musste es wagen. Ich habe geglaubt, du wärst weit weg in Sicherheit. Ich musste dich unbedingt wiedersehen, sei es nur, um in deinen Augen zu lesen, dass du mich nicht vergessen hast. Das war's mir wert. Was sollen wir jetzt tun? Ich kann nicht mehr leben ohne dich, Amal. Ich kann es nicht. Wir werden uns nie wieder trennen. Ich habe viele Freunde hier in Babylon. Sie werden uns bei der Flucht helfen.
Aber wie denn? Morgen zieht eine Karawane nach Ninive. Wir werden uns ihr anschließen. Aber aus dem Palast musst du allein fliehen. Wird dir das gelingen? Oh, das wird schwierig sein. Aber ich werde es schon schaffen. Ich werde auf dich warten in der alten Schenke am Osttor. Am Osttor? Ja. Du musst hier weg. Ja, also morgen Abend noch Sonnenuntergang. Ja, ja, aber jetzt geh, bevor sie dich finden. Bis bald, Liebste. Da läuft er. Ja, hinterher. Keine Sorge, niemand hat dich gesehen. Niemand außer mir. Wo bist du gewesen? Das wirst du nie erfahren. Sybaris, der Fremde, der in den Palast eingedrungen ist. Habt ihr ihn gefangen? Er hat sich gewehrt. Habt ihr ihn gefangen? Nein. Er hat 3 der Palastwachen getötet und ist geflohen. Ihr könnt gehen.